Rund um das Bundesliga-Topspiel vom vergangenen Samstagabend zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen sollte es nicht nur auf dem Platz heiß hergehen, weshalb wir uns in diesem Video den Aktionen auf den Rängen widmen. Nachdem beim vergangenen Heimspiel des VfB gegen Borussia Dortmund mehrere Stuttgarter Szenepersonen auf dem Weg ins Stadion in Gewahrsam genommen wurden und die Konfrontationen mit der Staatsmacht darauf nicht aufhörten, planten die Gruppen der Cannstatter Kurve eine kreative Aktion vor Spielbeginn. An gleicher Stelle, an der es vor zwei Wochen zu den vorläufigen Festnahmen kam, positionierten sich die VfB-Ultras und sperrten den Bereich mit Sicherheitsband ab. Ironischerweise platzierte die Szene aus Stuttgart anschließend mehrere Schilder mit Aufschriften wie "Bitte nicht nötigen" oder "Achtung Polizeiwillkür" vor den besagten Treppen am Stadion. Alles in allem eine gelungene kreative Aktion, die ruhig und ohne weitere Eskalation mit den Beamten einherging. Im Stadion angekommen positionierte sich die Bremer Szene, die mit Sonderzug ins Schwabenland reiste, im Gästeblock und bereitete für den Beginn der Partie eine kleine optische Aktion vor. "Wir tun das alles nur aus Liebe, weltbester Sportverein" war dabei auf einem zweiteiligen Spruchband im Block zu lesen. Abgerundet wurde der Spruch durch zwei Hände am unteren Zaun, die ein Herz formten. Auf Seiten der Cannstatter Kurve gab es seitens der Schwabensturm-Ultras vor Anpfiff noch ein kritisches Transparent an den Sportsender Sky sowie deren Kommentator Lothar Matthäus, der abermals mit seiner teils unüberlegten Wortwahl auffiel. Nachdem zum Einlaufen der Mannschaften in der Cannstatter Kurve dann noch das bekannte "Gegen alle Stadt- und Stadionverbote"-Banner rausgeheult wurde, sollte der Ball also rollen. Auf dem Platz machten die Hausherren schnell deutlich, wer der Herr im Ring ist, und gingen entsprechend mit 1:0 in Führung. Noch bevor der Halbzeitpfiff ertönte, meldeten sich mehrere Stuttgarter Gruppierungen zum VfB-Trikot zu Wort und kritisierten dieses. Auch Transparente gegen die Polizeiwillkür aus den vergangenen Tagen und Wochen gab es reichlich in der Cannstatter Kurve. Zum Anpfiff der zweiten Hälfte gingen dann im Bremer Gästeblock gut und gerne 20 bis 30 Fackeln an, die dem Abendspiel eine besondere Atmosphäre verliehen. Kurz darauf bekamen jedoch einzelne Fangruppen der Werderaner ihr Fett weg, nachdem die Schwabensturm-Ultras ein Transparent mit folgender Aufschrift zeigten: "Bremerinnen, was habt ihr mit den Zitronenmännern gemeinsam? Eure Freunde fahren zum FCB." Damit spielten die VfB-Ultras auf ein Spruchband der Leverkusener Szene, die gerne als Zitronenmänner betitelt werden, von vor einer Woche in Bremen an. Sowohl Leverkusen als auch Bremen besitzen indirekte Kontakte zur Münchener Fanszene. In diesem Fall pflegen einzelne Gruppen aus Bremen eine Freundschaft zu der Gruppe Ultra St. Pauli, die wiederum mit der Schickeria München befreundet sind. Auf der anderen Seite hat die Leverkusener Szene Kontakte nach Karlsruhe, die hingegen ebenfalls mit der Fanszene des FC Bayern teilweise verbandelt ist. Nachdem der VfB vor einem ausverkauften Neckarstadion die Jungs von der Weser mit 2:0 besiegen konnte, feierte die Mannschaft dies entsprechend nach Abpfiff vor der Kurve. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.